Seit Jahren hören wir von Führungskräften, dass sie mit Checklisten arbeiten wollen, dass sie ganz schnell Ergebnisse im Unternehmen zeigen wollen und daher möglichst genau aufgeschrieben bekommen, was sie als nächstes tun müssen. Das nimmt in letzter Zeit Überhand. Wir sehen Canvas-Modelle, wir sehen Cheat-Sheets bei ChatGPT, die übernommen werden, also Spickzettel, die andere geschrieben haben, mit denen man die eigenen Unternehmensprobleme lösen soll. Vielfach sind auch Templates im Umlauf, die dann als allgemeingültig anerkannt werden und die man nur ausfüllen muss und dann sind die Probleme gelöst. Wir stellen mit vielen Führungskräften in der konkreten Zusammenarbeit immer wieder fest, dass Modelle sinnvoll sind, die Unternehmen helfen und ihren Führungskräften ihre Probleme zu verstehen und die Lösungsalternativen kennenzulernen. Wenn daraus sinnvolle Fragenkreise abgeleitet werden, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist ähnlich wie mit dem Haarschneiderautomaten. Den gibt es auch nicht. Kann ich zum Friseur gehen und zu dem sagen, einmal eine Frisur und dann sagt der Friseur zu mir, ja, setz dich unter einen Haarschneiderautomaten, kommt schon das Richtige raus. Bin ich vielleicht das falsche Modell für? Aber mal ganz ehrlich, auch da wollen wir eine individuelle Lösung. Und so ist es mit der Unternehmensführung auch. Wir glauben, dass die besten Lösungen erarbeitet werden, wenn Sie die richtigen Modelle kennen, aus denen Sie erkennen, welche Herausforderungen Sie im Unternehmen haben und dazu befähigt werden, Ihre eigenen Fragen aufzuschreiben, die Sie beantworten müssen, sprich die eigenen Checklisten zu schreiben. Ganz ehrlich, schon in der Schule hat uns der selbstgeschriebene Spickzettel mehr geholfen als der vom Nachbarn, oder?